So, ihr seid noch hier ordentlich beschäftigt. Warte ich darauf, dass du Level 5 wirst? Nein. Du gehst jetzt ins Militär. So, dann geh mal trainieren. Oh, hier unten ist eine schöne Eisenader. Und hier bin ich schon ziemlich tief unten. Ja, hier in die Räumlichkeit müsste ich noch. Zum Beispiel da drüben. Und schon wieder eine Gnomensiedlung. Aber die haben auch nichts Interessantes hier. Hier wäre Gold. Gold und ein bisschen Eisen. So, euch beide raus hier. Danach geht's hier drüben weiter. Wo wollte ich eigentlich noch weiter graben? Ah, hier über den Gnomen wäre noch was. Die Frage ist, wie komme ich da lang? Weichere Betten. Bessere Spitzhacken. Okay, nach weicheren Betten gehe ich auf bessere Spitzhacken. So, du wirst wieder zu einem Kämpfer. Gehst eine Runde ratzen. Und wir brauchen mehr Gold. Da ich es mir leisten kann, verkaufe ich jetzt mal eine ganze Menge Holz. So. Ich kann keine 10... Achso, ich könnte 10 Titan verkaufen. Aber nee, das reicht jetzt erstmal wieder an Gold. Ha, wie komme ich da drüben ran? Das ist nämlich auch noch ein ziemlich nahegelegener Raum eigentlich. So nicht. Aber fast. Immer noch zu niedrig. Achso. So wollte ich das doch. Genau. Und ein neuer Forschungspunkt. Das ging schnell. Hä? Wen oder was greift ihr jetzt an? Ach so. Da ist ein Goblin drin gewesen. Und das war einer meiner Bergarbeiterzwerge, weil ich nicht aufgepasst habe. Okay. Ja, in dieser Aufnahmesession geht heute aber viel schief. So, danke für das, fürs Töten von dem. Oh. Na, hier sind wir erstmal vorsichtig. Was steht hier auf der Tafel? Ihr habt die Tiefen erreicht, aber noch seid ihr weit, weit entfernt. Ja. Man merkt, irgendwann wird es unübersichtlich. Jetzt muss ich wieder warten, bis meine zwei neuen Jungzwerge hier ein Level abkriegt haben.
So, sagen wir auch wieder auf Level 4, bevor ich die zu Bergarbeitern mache. Und ja, man merkt wirklich, selbst Goblins sind ziemlich böse Gegner. Ich habe jetzt nur noch ein Elite-Bergarbeiter-Zwerg. Das könnte lustig werden. Mit lustig meine ich gar nicht lustig. So, gleich mal eine Leiter montieren. Ich kann da keine Leiter montieren. Jetzt kann ich eine Leiter montieren, oder? Jo. Und hier ist auch nicht wirklich was Wertvolles drin, außer einem Gnom. Der ein bisschen Holz und Eisen hat. Oh, aber hier ist eine Silberader. Dann grab die doch mal bitte. Ich habe nichts gesagt, der steht auf einer Goldader. Tja, tut mir wirklich leid, Kumpel. Aber du musst jetzt hier leider ausziehen. Wir wollen nämlich das Gold unter deinen Füßen haben. George. So, die kriegen langsam Erfahrung, die Jungzwerge. Tja. Sorry, aber Zwerge sind geldgierig. Na, sehr schön, wie das mit der Forschung klappt. Wir haben nämlich gleich schon wieder einen Punkt. Lassen wir mal kurz weiterlaufen, weil ich will mal sehen, was gibt es denn noch so zum Erforschen. Also bessere Spitzhacken ist auf jeden Fall was, was wir machen müssen. So. Alle Arbeiter werden schneller. Da geht es eher um die Arbeiter hier drüben. Genau. Also Spitzhacken mache ich da besser. Essensration wäre auch nichts Verkehrtes. Aber erstmal weichere Betten. So. Bei die Sachen hier. Forscher müssen weniger schlafen. Genmanipulation gewährt Zugriff auf bessere Pflanzen. Ist auch nicht schlecht. Fallenverbesserung. Also hier unten ist hauptsächlich Fallen. Und bessere Forscher. Und hier unten ist hauptsächlich der Militärzweig. Also hier ist Fallen und Verbesserungen. Also Militär. Metallurgie würde ich fast schon sagen, weil Fallen und bessere Verteidigungsstellungen und bessere Plattenpanzer und Spitzhacken. Ich glaube, hier oben ist der allgemeine Forschungsbaum, beziehungsweise die Forschungsverbesserung hauptsächlich, weil Forscher schlafen müssen. Und zwergische Vorbilder. Also ja, hauptsächlich kann man hier in der Mitte durchteilen. Wirtschaft, Militär. Große Truhen, fortschrittliche. Ja, bessere Pflanzen. Hä, wir haben schon wieder zwei Punkte. Achso, weil ich das nicht aktiviert hatte. So. Die hier unten war mir egal. Ich wollte hier drüben. Einfach die Leiter verkaufen. Das ausgraben. Und ja, meine Zwerge sind ziemlich zufrieden. Was gut ist. So, die beiden brauchen noch Level-Ups. Aber das dauert nicht mehr lang, zum Glück. Mein Militär ist ja wieder einigermaßen auf den Beinen und ich soll in Zukunft doch lieber darauf achten, in was für Räume ich reinbuddel.
dass sowas nicht nochmal passiert wie mit dem Grabezwerg gerade eben. Weil er ist schon ein Elite-Gräber. Er braucht nicht lange, um so einen Block auszugraben. Wobei so ein Goldblock dauert doch noch ein bisschen. Und wir haben wieder genug Holz, um es zu verkaufen. So. Wow, jetzt hat sich gerade die Kamera gedreht. So, wo sind meine beiden Jungzwerge? Die werden langsam. Und unter dem Gold ist noch mehr Gold. Sehr schön. Ah, meine Meisterübungspuppen halten ziemlich lange durch. Die Investition hat sich gelohnt. Kommen noch 10 Erfahrungspunkte, dann bist du ein neuer Miner. Genauso wie du. Bergarbeiter, jo. Genau, nies die Holzpflanze an. Das bringt Glück. Lustig, hier werden sie ohne Helme dargestellt. So. Einmal das hier ausgraben, bitte. Ja, es sind alle drei unterwegs. Und da muss ich mal kurz gucken, in welcher Richtung ich weitergraben wollte. Um auf die nächste Stufe zu kommen. Hier habe ich ja jetzt alles freigegraben. Hier bin ich wieder auf Gnome gestoßen. Da lebt ein einzelner Gnome. Ja, theoretisch müsste ich wahrscheinlich hier rüber graben. Hm? Jo, hier komme ich direkt über dem Raum raus. Also wenn das so weitergeht, dann... Erstmal brauche ich wieder eine neue Leiter. Ja, voll. Jetzt haben wir wenigstens Grabekraft. Und ja, zum Glück haben Zwerge einen richtig guten Orientierungssinn. Ich würde mich hier gar nicht mehr zurechtfinden. In dem ganzen Wirrwarr unterhalb meiner Festung. Oder meiner Kolonie. Meiner Siedlung, wie ich es... Würde wahrscheinlich am besten passen. So, ihr geht hoffentlich weiter trainieren. Oh ja, hier drüben kann ich auch mal weiter graben. Hier sind wir wahrscheinlich schneller durch als hier den langen Weg, den ich jetzt anfangen wollte. Zu dem es übrigens keinen Weg hin gibt, was mir gerade so auffällt. So, du haust dich durchs Eisen durch. Jetzt passen wir mal lieber gut auf, wo wir uns da hingraben. Das ist nämlich ein ziemlich großer Raum. Oh. Gnome mit Gold. Mal wieder.